This is Hasselberg. Absolutely stunning. Topic, another recommendation. This song gets me in the feels. Oh, was hier los? Verdien. Die Spielerstärken beim Spielen jetzt. Hast du da extra Hedge oder sagt FIFA einfach so, die Stärke hast du? Es ist wirklich so, dass EA einfach die Stärke festsetzt. Wir haben heute Mittag mal reingeschaut und ich glaube, ich hatte 81, aber Sprintgeschwindigkeit war, glaube ich, bei 67 und da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich bin ein bisschen schneller, aber ich hätte sonst einfach mal auch wissen wollen, wie das so bei dir ist. Ich bin ja eigentlich eher Musikproduzent und okay. Dafür ist ja das Gute, dass man eigentlich nur im Studio sein muss. Deswegen hat sich da nichts geändert, sondern dass ich eher im Studio bin. Ja gut, natürlich das Positive ist, dass ich jetzt quasi ein Welthit habe und das durch die ganze Welt geht. Und normal wäre es jetzt so, dass ich überall, keine Ahnung, durch die ganze Welt für Promo gehe und in verschiedensten Clubs international spiele. Aber das fällt natürlich jetzt alles flach. Lass uns doch mal beginnen. Um was spielen wir? Wenn ich verliere, dann lasse ich eine extra Platte machen von Breaking Me auf jeden Fall. Du darfst dann gerne zu dem Festival deiner Wahl kommen. Geil, nehme ich an. Falls ich verliere, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, würde ich das Trikot unterschreiben. Zweitens würde ich dich dann auch einladen zum Spiel. Ich laufe eben noch schnell auf Toilette. Bisschen Angst gehabt, Tobi, oder? Ja. Also ich werde immer mal probieren, dich ein bisschen abzulenken. Ihr habt auf jeden Fall eine sehr stabile Abwehr. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, wo ich gegen Leipzig gespielt habe die letzten Tage. Ja, ja, da ist Timo Werner, jawohl. War gerade fast der Ausgleich, ne? Super Torwart im Tor. Oh, das wird ein guter Konter. Ich merke schon, du hast einen riesigen Vorteil, weil du natürlich deine ganzen Jungs kennst, ne? Jawohl. Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Da ist er, der Norweger ist das, ne? Kam aber aus dem Nichts jetzt. Ja. Eieiei. Au. Boah, Yusuf Poulsen zum Zweiten. Ach, da ist er doch. Da ist er doch. Und feiert mit den Fans, wie immer. Boah, Mensch, warum krieg ich den Ball denn nicht da raus? Boah, und da ist Timo wieder. Und der hat das Auge. Hatte eigentlich das Auge für den Mitspieler. Schade. Boah, das ist eine Einladung. Mal gucken, ob ich die annehme. Ja, muss ich annehmen. Jawohl, muss ich annehmen. Ihr habt dann jetzt ganz normal Training, oder? Ja, wir hatten, wo es anfing, dann zwei Wochen erstmal ja, halbwegs Homeoffice, haben individuelle Läufe gemacht und haben dann auch wieder angefangen, in Gruppen dann auf dem Platz zu stehen, ein bisschen zu kicken. Wie lange hast du für die Produktion gebraucht? Also erstmal schreibt man ja den Song, also den Text und den Gesang und alles. Und danach mache ich ja die Produktion dazu. Und die Produktion, das war so ungefähr 3 bis 4 Wochen, aber das ist jetzt nicht so, dass man 4 Wochen jeden Tag daran sitzt. Ist mal 6, 7 Stunden dran, dann lässt man den Song erstmal eine Woche liegen, hört den im Auto auf Kopfhörern und fertig ist er eigentlich nie für einen Künstler, glaube ich. Dann muss man. Oh, was ist hier los? Nee, das ist eine Frechheit. Das Sauber. Ist eine Frechheit. Verdient. Verdient. Bist du aber eiskalt vorm Tor gewesen? Ey. Ah. Oh nein! Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber ich habe ja die Wand da hinten drin. Oh, oh, was ist da los? Nervös gewesen, leicht nervös. Den hätte ich hier machen müssen, ey. Der kommt jetzt vor das Tor. Da ist er! Oh, und, ey. Das ist so einfach. Was hast du gewonnen? Eine einzelne Vinylplatte von meinem aktuellen Song Breaking Me. Und nächstes Jahr, wenn es die Festivals wieder gibt, dann schicke ich dir gerne mal den Kalender rüber und dann kannst du gerne mal zu einem vorbeikommen, wenn du da kein Spiel hast oder so. Geil, vielen Dank. Also da freue ich mich auf jeden Fall. Ja, auch wenn du nicht gewonnen hast, aber trotzdem nicht gut geschlagen hast, lade ich dich auch nach Leipzig ein. Also wenn es dann mal bei dir passt, wenn dann mal
vielleicht ein bisschen Ruhe eingekommen ist, lade ich dich auch nach Leipzig ein zum Spiel deiner Wahl. Vielleicht ist es dann gegen Dortmund, wenn du Bock hast. Und dann werden wir uns da auch mal sehen und persönlich ein bisschen quatschen. Genau. Freut mich, Mann. Danke dir.